Die Ähnlichkeitshemmung ist der Effekt, der eintritt, wenn Informationen untereinander sich sehr stark ähneln. Und durch diese Ähnlichkeit stören sie sich gegenseitig. Und dadurch muss man entweder mehr Aufwand aufwenden, um die Informationen vernünftig zu lernen, oder man hat eine schlechtere Erinnerung. Und das kann sehr problematisch werden. Daher werden wir uns das jetzt genauer mal ansehen. Als Beispiel habe ich gewählt chinesische Vokabeln aus Mandarin. Und hier habe ich 4 verschiedene Wörter aufgeschrieben in einer Tabelle. Und zwar habe ich gesagt Xia, Xia, Xia und Tia. Und ich hoffe, ich habe die Aussprache nicht allzu sehr massakriert. Hier habe ich eine Tabelle gemacht, und zwar eine quadratische Tabelle, wo jeweils Spalten und Zeilen den Vokabeln entsprechen, und ich habe hier die Ähnlichkeit tabuliert in dieser Tabelle. Und zwar sieht man, dass die Diagonale ist 1, also Xia und Xia sind dasselbe, also der Ähnlichkeitsfaktor ist 1. Und das zieht sich durch die Diagonale durch. Und der Ähnlichkeitsfaktor zwischen Xia und Xia ist 0,8, eben weil es dieselbe Silbe ist, nur eben mit anderen Tönen. Und das zieht sich dann durch, also zum Beispiel Tia und also Tia und Xia habe ich wegen demselben Ton eine 0,6 gegeben, aber der Konsonant ist halt anders. Und das sind halt 2 Probleme, die wir als Deutsche dabei haben, wenn wir eine Sprache wie Chinesisch lernen. Das eine, die Tonalität ist entscheidend für die Bedeutung. Und das andere ist, dass die Konsonanten, ja, also dass es Konsonanten gibt, die für uns ähnlich sich anhören und keine Bedeutung haben, aber für die Chinesen schon eher. Also Tia und Xia ist für uns nicht so extrem unterschiedlich. Wir haben da noch im Chinesischen ganz viele S-Laute wie Sch, also wie Sch und Sch und verschiedene andere, die alle in gewisser Weise eine Bedeutung haben, aber für uns Deutsche sehr ähnlich sich anhören. Und deshalb ist es maximal kompliziert, diese Sprache zu lernen. Was man jetzt sieht, ist, dass diese Ähnlichkeitsfaktoren bestehen zwischen allen diesen 4 Vokabeln. Und was man auch sieht, ist, dass man, oder was man sich vorstellen kann, ist, dass der Aufwand entspricht jetzt in gewisser Weise der Summe aller dieser Werte. Also ich habe eine quadratische Tabelle und ich habe die Ähnlichkeit zwischen jedem dieser Wörter aufgeschrieben, und man könnte jetzt, um den Aufwand zu schätzen, könnte man diese Ähnlichkeiten summieren. Und wenn man die summiert, dann merkt man auch, okay, wenn ich jetzt noch mehr Wörter hinzufüge, dann wächst diese Tabelle quadratisch. Also ich habe jetzt 4 mal 4, das wären 16 Faktoren. Und wenn ich jetzt 5 hätte, dann wären es 5 mal 5 sind 25. Bei 6 wären 6 mal 6 sind 36. Und man sieht, das ist quadratisch. Das heißt, mit einem gewissen Faktor wächst hier der Aufwand mit der Stoffmenge quadratisch. Das kann ich auch mal auf einem Graphen zeigen. Hier habe ich 3 verschiedene Funktionen. Zunächst einmal betrachten wir den Fall, wie wir es normalerweise planen würden, wenn wir Stoffmenge und Aufwand schätzen. Also da würden wir sagen, dass der Aufwand mit der Stoffmenge linear wächst. Zum Beispiel haben wir bei der Stoffmenge 20 auf dieser Linie einen Aufwand von ebenfalls 20. Rein theoretische Werte. Der Aufwand hat hier in diesem Fall keine Einheit. Also wenn man jetzt unbedingt will, kann man da Stunden oder Lerneinheiten oder sonst was eintragen. Und bei der Stoffmenge ist es genauso. Es können 20 Vokabeln sein oder 20 Seiten. Es ist rein fiktiv und es geht einfach nur darum, es zu veranschaulichen. Okay, wenn wir jetzt 40 haben, dann wären wir bei der linearen Annahme, wenn wir für 20
für die Stoffmenge 20 einen Lernaufwand von 20 haben, dann würden wir bei 40 auch einen Lernaufwand von 40 erwarten. Und in der linearen Geschichte ist es eben so. Aber wenn wir jetzt einen quadratischen Term drin haben, dann steigt die Funktion schneller. Und jetzt sehen wir auch hier, dass wenn wir bei der Stoffmenge 40 ist der obere Graph bereits bei 80 angelangt. Und wenn wir jetzt geschätzt hätten, also wenn wir jetzt einen Stoff hätten, der quadratisch wächst, und zwar mit dieser Funktion, die wir da oben haben, und die wir, also die steilste Funktion, und wir hätten trotzdem versucht, das linear zu schätzen, hätten wir uns um 100% vertan. Weil dieser Graph ist schon bei 80, wenn der andere Graph gerade mal bei 40 ist, also wenn der lineare Graph bei 40 ist. Und wir können uns vorstellen, dass je nach Stoff ist dieser quadratische Faktor unterschiedlich stark. Aber diese Idee erklärt uns auch, warum manchmal bei bestimmten Stoffmengen wir plötzlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen oder quasi vor eine Wand rennen, weil wir so viel lernen, dass, oder weil wir so eine große Stoffmenge lernen, dass wir plötzlich bei der Prüfung, obwohl wir extrem viel Aufwand reingesteckt haben, einfach ja, fast nichts mehr wissen. Und das ist ein gewisser Faktor, weil oft unterschätzt man den Mehraufwand, den es macht, sehr, sehr viel zu einem Zeitpunkt zu wissen. Und das ist halt extrem viel schlimmer, als wenn man normalerweise erwarten würde, okay, 100 Seiten, ich meine, wenn jemand mal 20 Seiten gelernt hat, dann ist das nicht so viel, aber man glaubt jetzt, oder dann ist das machbar, und wenn man jetzt zum Beispiel 100 Seiten lernt, dann würde man denken, das ist fünfmal so viel Aufwand, aber es ist nicht fünfmal so viel Aufwand, sondern es kann wesentlich mehr sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum Memotechnik sehr effektiv anzuwenden ist, wenn man eben solche Sachen hat. Okay, Beispiele dafür wären Symptome bei Krankheiten. Also Symptome bei Krankheiten, wenn man ähneln sich relativ stark. Also man kann zum Beispiel Husten oder Thrombozytopenie bei verschiedenen Krankheiten haben. Und das kann sich gegenseitig stören, dann verwechselt man, welches bei welchem war, oder tierartliche Unterschiede in der Anatomie. Also wenn man da, sagen wir, beispielsweise ja, die verschiedenen Köpfe der Muskeln hat, die zu verschiedenen Knochenpunkten ziehen, und das ist immer sehr schwierig, da kann man durchaus mal Verwechslungseffekte haben. Ähnliches gilt für die Humanmediziner bei den Variationen der Blutgefäße in der Hand. Bei der Eigenschaften von Haustierrasse im Fach Tierzucht kann man auch verwechseln, weil es gibt dann verschiedene Rassen, wie zum Beispiel verschiedene Schafrassen, die weißes Fell haben, relativ viele sogar, und ähnliche Sachen. Also wer hat jetzt die Schaupe und wer hat Hörner und so weiter, weil die ähneln sich natürlich auch relativ stark. Dann haben wir das Problem in der Chemie, dass Silben oft verwendet werden, also Oxy, Trans oder Keto. Solche Geschichten werden gerne durcheinander geworfen und die hören sich dann irgendwie alle so ähnlich an. Und wenn man die dann auch noch praktisch verwenden muss, die Begriffe, dann wird es eventuell noch schlimmer. Okay, was können wir dagegen tun, gegen die Ähnlichkeit? Einmal können wir mehr wiederholen. Das bedeutet dann, wir wenden mehr Aufwand auf einfach. Und das ist eine sehr gute Methode, aber wir können auch damit gegen eine Wand rennen. Eben weil dann der Aufwand vielleicht zu hoch ist oder wir dann zu viel Zeit aufwenden müssen, die wir gar nicht haben. Was vielleicht bei sehr kurzfristigen Prüfungen erst recht passieren kann, innerhalb von Semester vor allen Dingen. Und dann könnte man, also ein weiteres Beispiel für ein Gegenmittel ist, wenn man in der Memotechnik Zahlenbilder verwendet, und man könnte damit anfangen,
Bilder zu verwenden für eine Ziffer. Und die meisten benutzen aber Bilder für zwei Ziffern gleichzeitig, also dass man jeweils zwei Ziffern zu einem Bild zusammenfasst. Der Grund dafür ist einmal, es geht schneller, und zweitens, wenn ich ein Bild von 100 habe, dann ist es nicht so ähnlich, oder sagen wir mal, wenn ich 10 Bilder für jeweils eine Ziffer habe, dann wiederholt sich dieses, also jedes Bild alle 10 Ziffern im Prinzip durchschnittlich. Und bei zwei Ziffern ist das erst alle 100 Bilder, oder ja, die Bilder wiederholen sich erst alle 100 Ziffern. Das macht, es ist eine große Erleichterung. Man verwechselt nicht so viel mehr. Und noch schlimmer dann, oder noch extremer dann, mit 3 oder 4 Ziffern. Bei einer Liste von Muskeln oder Nerven lassen wir jeweils dieses Vorwort weg. Also Musculus lassen wir dann weg, oder den Nervus als Nervus oculomotorius, und wir merken uns, oder wir kodieren bei der Memotechnik dann nur den Oculomotorius und nicht den Nervus mehr. Ein weiteres Mittel ist die Loci-Technik. Wir können durch räumliche Trennung ähnliche Elemente trennen. Und wenn wir diese Bilder an die Loci-Punkte hängen, dann sind die dort fest verankert und wir können sie im geistigen Auge trennen. Zum Beispiel, sagen wir mal, Bakterien. Es gibt gram-positive und gram-negative Bakterien. Und wenn ich zum Beispiel die gram-positiven Bakterien auf einer Liste habe und die gram-negativen auf der anderen, dann kann ich allein schon dadurch, dass ich weiß, in welcher Liste ich die gespeichert habe, herausfinden oder sagen, welches Bakterium jetzt gram-positiv oder gram-negativ ist. Ohne dass ich jetzt mich da extra angestrengt hätte.